Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, ich habe so lange nicht mehr gefilmt. Hallo, wir. Kannst du uns nicht näher ranzoomen? Nee, kann ich nicht. Mich sieht man gar nicht. Kann ich uns näher ranzoomen? Frauentechnik. Das geht nicht. Ich kann die nicht zoomen. Doch, die kann zoomen. Ja. Man muss erst zoomen und dann kann man machen. Warte mal. So. Ja, so finde ich es. Jetzt bin ich ja voll reingezoomt hier. Okay, herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Diesmal mit. Hör bitte auf damit. Okay. Ich will euch jetzt mal ein bisschen zuspammen mit Schwangerschafts-Baby- Content, genau. Da habe ich ja, finde ich, noch voll wenig gemacht. Und ich dachte mir, es wird mal langsam Zeit. Und ich habe mir gedacht, ein cooles Video, man sieht dich gar nicht, weil deine Beine so unten sind. Ein cooles Video wäre vielleicht mit Koya ein Namensvideo zu drehen. Und wir verraten euch auch am Ende des Videos, wie Baby Gerke... Man sieht Baby Gerke, ich habe rangezoomt. Wie Baby Gerke zu 50% heißen wird. Weil wir noch nicht genau wissen, ob es ein Mädchen oder Junge Moment, wird. Moment, wer hat gesagt, dass wir es verraten? Hä, das habe ich doch gesagt, dass wir es verraten. Du hast gesagt Namen, die wir nicht wollten. Ja, und dann zum Schluss verraten wir es. Oder nicht gemacht haben. Und dann zum Schluss verraten wir das. Sie wechselt die Spielregeln. Nein, ich wechsle nicht die Spielregeln. Ich finde das, ich mag das irgendwie nicht, wenn die Leute so die Namen bis zum Ende so nicht, also wenn die da so ein Ding draus machen, das dann erst bei der Geburt. Ich weiß nicht, ich finde das nicht, gefällt mir irgendwie nicht. Also ich verrate, also wir verraten euch zum Schluss den Namen, wir wissen aber nicht, was es wird, denn wir wollen uns überraschen lassen. Jetzt kommt Koya Standardspruch, ich will mich überraschen lassen und Koya muss mitziehen. Genau, ich hab jetzt gesagt zu Koya, er soll 5 Mädchennamen und 5 Jungennamen aufschreiben, die es nicht geworden sind. Ich habe aber selbst nicht genau 5 gefunden, weil ich muss. Ein dazu, paar sagen wir einfach, nicht 5. Ja, aber ich muss dazu sagen, dass wir nie wirklich über Namen diskutiert haben oder so, sondern wir haben gesagt, wollen wir das Baby nicht so nennen? Ja, okay. Ja, es war relativ einfach. Obwohl jeder von uns hatte noch so sage ich mal, so ein, zwei Namen im Kopf und wo der andere gleich gesagt hat, nein. Und okay. So konnten wir, also wir konnten, es war jetzt keine Diskussion, aber jeder hatte noch eine Alternative, die er sich vorstellen konnte, der andere aber nicht. Ja. Okay, wir fangen mal mit Mädchennamen an, die es nicht geworden sind. Also diese Namen sind es nicht geworden. Du ein und dann begründen und dann ich ein. Nein, du fängst an. Gut, Pia. Hat 3 Buchstaben, hat aber einen privaten Hintergrund. Wir kennen eine Pia. Und ich will, also meine Freundin heißt Pia und ich will nicht mein Kind genauso wie meine Freundin nennen. Genau, dadurch haben wir das schon mal abgehakt. Oh, jetzt fällt mir noch ein Name ein. Wir dürfen übrigens nebenbei noch ein paar Namen aufschreiben. Ja, jetzt sag einen. Ich sag jetzt noch ein Mädchennamen. Nee, jetzt müssen wir einen jungen Namen machen. Nein, wir machen jetzt erst Mädchen. Koya versteht die Spielregel nicht. Die du ja auch dreimal die Minute änderst. Also, ein Mädchen, wo wir gerade bei Pia sind, welcher Name es noch nicht geworden ist, Lotta. Hatte ich nicht aufgeschrieben. Aber ja, aber es hat mir gedacht, weil Lotta finde ich... Nee, finde ich auch nicht cool. Ich finde den Namen so irgendwie auch nicht, also... Haut mir nicht um. Ich mag allgemein diese älteren Namen so nicht. Also die jetzt quasi wieder im Kommen sind. Also, ne, dieses Charlotte und diese Namen, die quasi älter sind und jetzt wieder im Kommen sind, die finde ich irgendwie nicht so cool. Und deswegen finde ich Lotta irgendwie nicht so cool. Und wir kennen auch schon 2 Lottas. Genau. Gut, also machen wir ein Mädchen weiter? Ja. Lia ist es nicht geworden, weil wir kennen eine Lia. Sagst du jetzt die ganze Zeit Namen mit Menschen, die wir kennen? Ja, aber sag das viel mir nicht ein. Brigitte, so heißt meine Schwiegermutter. Nein, das stand ja auch nie zur Debatte. Weil für mich ist es eigentlich, der Optimalzustand wäre für mich auch 3 Buchstaben, muss ich dazu sagen. Lia, Ben und
Ansonsten ist es unfair. Okay, also, sagt, es ist unfair, ist wenn das Baby mehr Buchstaben hat, als genau. Weil dann lieben wir es mehr, weil es hat mehr Buchstaben. Oder weniger, weil es mehr zu schreiben hat, wenn es einen Namen schreiben muss. Wir haben jetzt finanziell sind wir besser gestellt. Wir können uns jetzt noch ein paar Buchstaben mehr leisten. Es ist voll teuer, wenn man irgendwas gravieren lässt oder tätowieren lässt oder so. Je länger der Name. Mehr Geld ja, also, wir sind jetzt finanziell besser gestellt. Ach so, oh, wir sind besser gestellt. Wir sind besser gestellt. Seit wann das denn? Seit den ersten zwei. Wird jedes Mal besser. Wegen Kindergeld und so, sagst du? Ja. Ach so, okay. Beim fünften Kind sind gut, Mädchennamen jetzt bleibt. Ich will noch ein anderes Video mit dir drin. Ich habe lustige Ideen. Lina. Hast du mir nie gesagt. Hä, wir haben darüber auch nicht geredet. Du hast mir noch nie gesagt, dass du das Kind nicht Pia nennen willst. Ja, okay, das ist ein Argument. Also Lina. Lina, finde ich, ist ein schöner Name, aber irgendwie ist es nicht geworden. Aber ich finde Lina schön. Findest du nicht Lina? Ich habe gerade an Lina gedacht. Nee, Lina. Halt so Lina, und ich muss dazu sagen, von meinem Opa... Die Mutter, die hieß Carolina und alle haben sie Lina genannt. Und ich finde, Lina ist eigentlich voll der schöne Name. Habe ich nie von dir gehört, aber ist gut. Hätte ich voll geil gefunden, aber jetzt haben wir uns schon... Ehrlich? Nein, alles gut, alles gut. Also Lina ist es nicht geworden. Dann will ich meinen dritten und letzten Mädchennamen sagen. Ja. Lea. Haben wir uns einmal drüber unterhalten. Ich finde den Namen toll. Wir haben ihn voll... Ich finde den Namen toll. Wir haben den Namen leider schon benutzt. Ach so, ja, deswegen stimmt. Können wir das nicht machen. Ja. Wir fanden Lea immer so toll. Wir müssen die Geschichte dazu sagen, wir haben die Kinder immer geärgert und haben gesagt, ja, vor den Kindern, wir sind vor die Rahmeneltern, wenn wir das jetzt erzählen, ne? Also ich vielleicht besser erzählen? Nein, wir haben erzählt, die Kinder waren immer nicht lieb und nett. Dann haben wir, also wenn die nicht lieb waren, haben wir immer gesagt, ja, sonst kommt ihr zu Tim und Lea. Und da haben die immer gesagt, wer sind denn Tim und Lea? Und dann habe ich gesagt, ja, das sind die Kinder, die wir vor euch hatten. Ja, aber wir sagen jetzt nicht, wo wir sie angeblich hingebracht haben. Aber man muss auch noch dazu sagen, ich persönlich finde es schwierig, Lea und Mia, wenn du das schreist, klingt es auch sehr ähnlich. Mia, Lea! Nee, klingt gar nicht ähnlich. Stimmt, Lea hatten wir nur deswegen rausgenommen. Haben wir uns doch letztens noch drüber unterhalten. Wir haben diesen Namen leider... Verbrannt. Verbrannt. Weil wir immer gesagt haben, Tim und Lea, die sind im... Gut. Darf ich jetzt gleich einen jungen Namen sagen? Kinderheim. Darf ich jetzt leider einen jungen Namen sagen? Nein, ich bin noch nicht beim Mädchen. Okay, bin dann nicht mach du deine Mädchen. So, ich habe jetzt noch zwei Namen auf meiner Liste. Uschi? Nee, Nala. Nee, finde ich nicht gut. Nala finde ich voll schön. Weißt du, woher der Name kommt? Von König der Löwen. Nala. Ist voll der schöne Name. Naja, ist es nicht geworden. Ihr seht ja, wie emotional Koya auf Nala reagiert. Hm. Nala finde ich scheiße. Ja, abstoßend. Okay. Und du hast keinen Mädchennamen mehr? Nein. Dann habe ich noch Maya. Maya finde ich auch Maya schön. Ist so Maya die Biene? Ja, oder so erinnert mich immer so an Mittelalter. Weil ich damals mal ein Online-Rollenspiel gespielt habe, wo es eine Maya gab, die eine Hexe war. Deswegen wäre das nee, ich finde Maya auch schön, aber Maya Ultima mich, Online war das. Jetzt ist mir wieder eingefallen. Maya erinnert mich doch ein bisschen zu sehr an Mia. Mia und Maya, also weiß ich nicht. Ja, vor allem Ben nennt Mia ja manchmal Maya. Nee, Ben nennt Mia Mayo. Mayo ist inzwischen so, Maya auch. Nein, sie hat ihn immer Mayo. Ich schwöre, geh runter ich wecke ihn gleich und frag ihn, wie er mir... Gut, Mayo. Jungen Namen. Also Maya ist es nicht geworden. Jungen Namen. Ich fange an. Ja. Also Tim, spoiler ich mal kurz, haben wir eben schon gesagt, deswegen ziehe ich den vor und mach gleich zwei hintereinander. Dann, meine Frau fand noch einen Namen toll, das ist Max. Den habe ich hier auch auf der Liste draufstehen. Aber ich finde Max total toll. Mia, Ben und Max finde ich voll toll. Ja, aber Max, das klingt so total doof. Ich wollte Ben schon Max nennen. Aber damals, mit der besten Jugendfreund und so weiter, hieß Max. Du hattest aber auch einen Freund, der Benny hieß. Ja, aber Ben ist was anderes. Und Max aber Mia und Max hätte sich voll teuer aber gehört. Deswegen fiel es für mich persönlich raus. Und es gibt Max. So viele Namen und deswegen fiel Max für mich irgendwie raus. So, okay. Erklärung. Kein Max, ich habe Max auch auf meiner Liste. Dann habe ich auf meiner Liste Moritz stehen. Ich finde Moritz ist ein schöner Name. Moritz ist ein schöner Name, bin ich bei dir. Mein Cousin heißt mit zweiten Vornamen so, Timo Moritz. Ehrlich? Mhm. Behalten wir uns für Baby Nummer 4 auf. Naja, für 7. Für Baby Nummer 7, ach so. Gut, Moritz, brauchst du nicht groß weiter. Nee, aber ist schwierig zu schreiben, finde ich. Hä? TZ und so, das ist voll schwierig für die Kinder. Ben hat einen ganz einfachen Namen, okay, kann ich auch nicht schreiben. Dann mache ich es jetzt anders, du Uwe.
Also Uwe fällt auch raus. Uwe, da haben wir auch so Späße drüber gemacht, weil der Freund von Koyas Mutter heißt Uwe und wir haben gesagt, naja, Uwe wäre doch ein toller Name, weil es auch drei Buchstaben hat. Nein. Didim. Uwe wird es auch nicht. Also Moritz, ich bin immer noch bei Moritz. Ich Moritz ja, das siebte Kind hast du. Ich finde Moritz immer noch toll. Das Mädchen wird das siebte, ist egal. Okay, bin ich jetzt dran oder du? Du. Mika. Alter, das ist doch kein Name. Na klar. Mike oder so, hätte ich jetzt gesagt. Mike ist ein Ossi-Name. Mika ist... Ich kenne nur Ossis, die Mike heißen, wirklich. Drei oder vier Mikes habe ich so, kenne ich so vom Namen her und die kommen alle aus dem Osten. Ich weiß nicht. Ich kenne einen, der nicht aus dem Osten kommt. Hä, welchen denn? Kennst du nicht. Frag ihn mal, der kommt bestimmt aus dem Osten. Nee, nicht, dass ich... Doch. Also jetzt nicht, dass ich gegen Leute was habe aus dem Osten, aber das ist halt so eine typische Ossi. Ja, ja, das sagt sie. Genauso wie, ich finde... Auch diese Namen, diese amerikanischen Namen, finde ich halt auch nicht so. Okay. Du hast Mike gesagt, dann sag ich jetzt... Nein, ich habe nicht Mike, ich habe Mika gesagt. Achso, Mika. Ja, Mika klingt auch... Kenne ich einen Polen, der so heißt. Mit dem habe ich damals gepokert. Fällt mir gerade ein. Lea. Also Leo ist ein Name, den finden wir eigentlich beide ganz schön, aber wir hatten mal einen Nachbarn. Der war jetzt vom anderen Ufer, aber das ist jetzt nicht böse gemeint oder so. Und sein Hund hieß Leo also und er hat ihn immer so gerufen. Es war noch so, also er war schwul und hatte aber auch diesen typischen schwulen Touch, was wir wie gesagt nicht schlimm finden. Aber nein, eher belustigend. Ja, also nicht belustigend, das hört sich auch wieder... Ist auch egal, darüber wollen wir gar nicht mehr. Auf jeden Fall, er war schwul und hat halt auch wie jemand geredet, der richtig schwul ist. Und man muss dazu sagen, er kam irgendwie... auch. Also er, oder so? Also er war noch ein Ausländer, so aus, ich weiß nicht, ob es Türkei... Nee, ich glaube Rumänien. Rumänien war und kam aber aus Holland. Genau. Also das war noch so eine Mischung. Also er hatte, wenn man sich mit ihm unterhalten hat, hatte er einen holländischen Akzent mit diesem Schwulsein irgendwie und kam noch aus, und kam aber vom Ausland. Ich möchte aber jetzt eins kurz festhalten, ne? Das ist jetzt weder diskriminierend noch irgendwas gemeint. Also, das ist mir persönlich jetzt wirklich wichtig. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt oder sonst. Also ist, nee, ist weiß ich auch nicht. Wir haben uns mit dem Feuer unterhalten. Auf irgendein, und nee, der das, jedenfalls ja, also. Hatte den Hund, einen Husky, und der hieß Leo. Und der hat immer Leo gerufen. Leo, komm her. Weil das war irgendwie seine, diese Akzentmischung mit diesem... Ja, und... Weiß ich nicht. Und wir haben immer gesagt, Leo ist ein schöner Name. Aber das hat uns irgendwie das kaputt gemacht, weil wir immer gesagt haben, Leo. Ja, es ist halt einfach ein Running Gag und deswegen muss ich sagen, ist das nicht doof. Geworden. Jetzt putze ich mir live vor der Kamera die Nase. Ja, ich habe jetzt noch Tim auf meiner Liste stehen. Was? Ich habe jetzt noch Tim auf meiner Liste stehen. Also Tim und Lea sind ja... Haben wir schon erklärt. Wie, du hast keinen Jungen Namen mehr? Nee, hast du noch einen? Ich habe noch einen, Jan. Ich hatte mal einen Ex-Freund, der Jan hieß. Deswegen wolltest du es, glaube ich, nicht. Ja, soll ich jetzt deine ganzen Ex-Freundin aufschreiben? Dann wäre der Zettel aber ein bisschen länger. Sorry, alle Namen fallen weg. Wir können dem Kind leider keinen Namen geben, wenn es ein Mädchen wird, weil es alles seine Ex-Freundin waren. Schreib du die besser auf. Ich vergesse die Hälfte. Nadine. Nein. Liebe Grüße. Nein. Nein, aber man muss ganz klar sagen, wir haben uns halt drüber unterhalten und ich finde, du solltest den Mädchennamen spoilern und auch begründen und ich den Jungennamen. Findest du? Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, dass wir uns relativ schnell entschieden haben, uns nicht gestritten haben, wie, was essen wir heute? Da streiten wir uns, das ist manchmal mehr Streitpotenzial. Ja, das ist auch eine relevante Frage. Du hast da einen Kugelschreiberstrich. Oh. Also, was wir essen, ist manchmal, da streiten wir uns eher drüber als bei diesen Babynamen. Wir streiten uns doch nicht. Nein, wir streiten uns nicht, aber das ist, da diskutieren wir mehr drüber, sollen wir jetzt Pizza essen oder Döner essen oder sonst was? Ich bin für beides. Und diesmal waren wir uns einig. Und was ich auch noch sagen möchte, ich stehe nicht auf Doppelnamen. PS, du bist schon über 10 Minuten, du brauchst nicht noch eine Sache. Nein, ich stehe nicht auf Doppelnamen, ich mag das. Also Mia und Ben haben einfach nur, heißen Mia und Ben, haben keinen Doppelnamen oder sonst was, deswegen. So. Wie gesagt, wir wissen nicht, was es wird. Also auch zu diesem Zeitpunkt, ich bin jetzt, morgen komme ich in die 29. Woche, wir wissen es immer noch nicht und wir werden es auch hoffentlich nicht erfahren, bevor das Baby auf uns ist. Weil sie es nicht will, ich will es nur kurz wissen. Genau, Koya würde es total gerne wissen, ich will es nicht wissen, ich will mich überraschen lassen. Nein, ich finde, das hast du nicht richtig ausgedrückt. Ich möchte es wissen, ja, aber aus Respekt dir gegenüber
schreite ich da einen Schritt zurück. Jetzt und sage du nein und sage auch ganz klar, es ist dein Wunsch, es nicht zu wissen. Dazu muss ich sagen, oh. Koya wollte es die ganze Zeit wissen und hat gesagt, doch, wir und hat mich die ganze Zeit unter Druck gesetzt, dass wir das sagen. Als ob. Und er ist erst zurückgetreten von dieser Meinung, als ich eine halbe Stunde auf dem Weg nach Hause geheult habe. Nein. Weil der Arzttermin ausgefallen ist und ich sauer auf die Ärztin war und meine Hormone verrückt gespielt haben und ich dann gesagt habe, heulend im Auto gesessen habe, ich will auch nicht wissen, was es wird. Und dann hat er gesagt, okay, dann wissen wir es halt nicht. Du tust jetzt voll Gentleman-like, aber es ist nicht so. Mhm. Dass du bist auf meine Hormone hereingefallen. Ich bin voll der böse Ehemann. Mache nichts für meine Frau. Ich bin ein Arsch. Okay, wir fangen jetzt an. Also, wenn es ein Mädchen wird, wird das Mädchen Lilly heißen. Und zwar geschrieben L-I-L-L-Y. Haben wir darüber schon darüber geredet, wie wir schreiben werden? Also ich habe es beschlossen. L-I-L-L-Y. Lilly. Ich finde Lilly ein total toller Name. Ich finde Lilly Gerke hört sich mega schön an. Obwohl wir einen Nachbarshund haben, der Lilly heißt, ist mir egal. Aber ich finde Lilly ist total schön. Baby Lilly. Ich finde ja, den Namen also total toll. Lilly hat keine drei Buchstaben, aber es wird eh ein Junge. Ich spoilere jetzt mal. Ach so. Nein, aber ganz klar, ich finde Lilly ist ein sehr schöner Name. Hat nicht drei Buchstaben. Deswegen, das war das einzige Manko, was Koya hatte, weil er gesagt hat, ja... Ja, weil das ist mein Running Gag für die nächsten 28 Kinder hier. Mia, Ben und Lilly. Ja, wäre cool, aber es wird kein Mädchen. Also, jetzt haben wir es auch auf Video. Ich persönlich glaube, es wird... Stand heute, welcher ist heute? 23. Januar. Heute hätte meine Oma Geburtstag. Stand 23. Januar. Wir wissen nicht, was es wird. Koya sagt, es wird definitiv kein Mädchen. Nein, es wird ein Junge. Hä? Das es wird ein, nein, es könnte ansonsten ja auch ein, keine Ahnung, ein diverses werden. Ja, einen diversen Namen haben wir jetzt nicht. Ja, das ist schon wieder diskriminierend, was wir machen. Okay, also Mädchenname Lilly. Jungname? Leo. L-I-O. Ja, man könnte sagen, Bibi Beauty Palace, bla bla bla. Ja, Bibis Beauty Palace. Ehrlich gesagt, ich wusste gar nicht, dass ihr so und so heißt und fand den Namen schön. Ich schon, ich fand ihn damals auch schon schön. Der Witz an der Geschichte ist, wir finden Leo schön, ja. Haben aber eine belustigende Erinnerung dran, weswegen wir ihn nicht genommen haben. Vor allem, wie lange ist das schon her? Ja, aber trotzdem, es ist so im Kopf drin. Und ich finde, wenn ich jetzt von meinem Kind spreche, möchte ich mit diesem Namen nur mein Kind in Verbindung bringen, für mich persönlich. Und deswegen war Leo für mich raus. Aber Leo ist ein schöner Name, hat drei Buchstaben, deswegen... Genau, Koya wusste gar nicht, dass das Bibis Beauty Palace ihr Kind so genannt hat. Ich wusste das natürlich, ich gucke sie ja auch. Und ich fand den Namen damals schon richtig schön, weil das halt so ein kurzer Name ist. Ich weiß nicht, ein kurzer, schöner Name. Ja. Also so, Hashtag nachgemacht. Jetzt haben wir es gesagt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, Hashtag Leo oder Hashtag Lilly für das, was ihr glaubt, was es wird. Genau. Bin mal gespannt, was ihr denkt, was es wird. Ja. Okay. Also vorausgesetzt, ihr habt bis zum Ende überhaupt geguckt. Also die Troller würde ich mir nicht so lange angucken. Ja doch, die wollen doch alle wissen, wie das Baby heißt. Ja, also und das kriegen die sofort. Und Nein, wir haben vorgestrippt, geskript. Okay. Ist doch egal. Wir sind über 10 Minuten dabei. Ja, das wollten wir euch jetzt nur sagen. Das war unser Video. Soll ich euch jetzt nochmal meinen Babybauch zeigen? Koya nein, übrigens, das gehört doch jetzt nicht doch, dazu. Doch, na klar gehört das dazu. Ihr wollt doch wissen, wie das aussieht. Koya hat übrigens letzte Woche gesagt, da saß er da vorne auf dem Sofa morgens, guckt mich an und sagt zu mir, du siehst aus, als ob das Baby jetzt schon kommt. Und ich denke mir so, ich habe noch 3 Monate. Ich muss noch 3 Monate, muss ich diese Kugel noch von mir her schleppen. Ich fühle mich auch schon, als ob ich schon 5 Kinder in mir drin hätte. Oder du so freust sieben. Dich doch. Aber ich freue mich auch drüber, aber ich fühle mich irgendwie, als ob das Kind 7 Kilo wiegt. Und Kaya sagt einfach so, ich sehe jetzt schon so aus. Ich zeige euch jetzt mal, ich muss mal gucken, ob das jetzt so geht oder ob ich nicht rangezoomt habe. So. Guck mal, ihr seht Kaya nicht mehr. Und der Bauch ist schon größer als die Brüste. Kannst du ein Bier drauf abfüllen? Didit. Didit. Ja. Okay, ich bin irgendwie aufgedreht. Gut. So, das war Baby Gerke. Wir werden noch ein Video drehen. Was willst du noch für ein Video? Ist egal, mach jetzt aus da. Tschüss, Halle. Guckt euch das nächste Video an und denkt an Hashtag Lilly und Hashtag Leo. Hashtag Lilly. Nein. Leo. Oh, jetzt habe ich Leo. Okay. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.